Der australische Schlagzeuger Corin Burgess, ein Originalmitglied der Hardrock-Band AC/DC in den frühen 1970er Jahren, ist gestorben. Er wurde 77 Jahre alt. Er war ein australischer Schlagzeuger und wurde 1973 zusammen mit Malcolm Young an der Rhythmusgitarre, seinem Bruder Angus an der Leadgitarre, Dave Evans am Gesang und Larry Van Cryte am Bass für die Band rekrutiert. Er wurde im folgenden Jahr aus der Band entlassen, nachdem seine Kollegen ihn beschuldigt hatten, auf der Bühne betrunken gewesen zu sein. Später sagte er, sein Getränk sei mit Alkohol versetzt worden. Obwohl er die Band verließ, kehrte er 1975 zurück, um das Schlagzeug zu spielen. Bevor er sich AC/DC anschloss, spielte er zwischen 1968 und 1972 in der australischen Rockgruppe The Masters Apprentices, die 1998 in die Hall of Fame der Australian Recording Industry Association aufgenommen wurde. Die aktuelle Besetzung von AC/DC besteht aus Schlagzeuger Matt Logg, Angus Young, Cliff Williams, Brian Johnson und Stevie Young. Die Band hat weltweit über 200 Millionen Tonträger verkauft. Zu ihren bekanntesten Hits gehört Highway to Hell, das im Vereinigten Königreich Platz 8 und in den USA Platz 17 der Charts erreichte. Die Band wurde 1988 in die australische ARIA Hall of Fame aufgenommen. Später gründete er die Hardrock-Band His Majesty und trat auch mit den Dead Singers auf, bevor er zusammen mit seinem Bruder Danny mit The Burgess Brothers Band und Burgess Burgess auftrat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Möge er in Frieden ruhen. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank.